Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit 5 Jahren ist die Bundeswehr nun in Mali. Anfangs hieß es gehe um die Unterstützung der französischen Armee, um den Vormarsch einiger 100 Dschihadisten auf die Hauptstadt Bamako zu stoppen. Das ist geschehen, doch die deutschen Soldaten sind geblieben. Mehr noch, die Große Koalition hat die Einsätze in Mali beständig ausgeweitet und zu einer zentralen Intervention in Afrika gemacht. Wir sagen, bei den Einsätzen geht es nicht um Mali oder die malische Bevölkerung. Es geht im Wesentlichen um zweierlei. Zum einen um die Interessen der deutschen Wirtschaft in der rohstoffreichen Region mit einer militärischen Dauerpräsenz zu sichern. Und es geht um Flüchtlingsabwehr. Und beides hat mit den edlen Motiven, die hier von der Regierungsbank kommen, nichts zu tun. Wir diskutieren jetzt den Bundeswehreinsatz im Rahmen der europäischen Ausbildungsmission EUTM Mali. Aber der Name täuscht. Längst werden nicht mehr nur malische Soldaten ausgebildet, sondern auch die Soldaten von 4 anderen Sahelstaaten. Dafür will die Bundesregierung nun erneut das Einsatzgebiet der Bundeswehr ausweiten auf die Sektorhauptquartiere der neuen G5-Sahel-Truppe in Niger, Mauretanien und Tschad. Wohlgemerkt, der Tschad, der seit nahezu 30 Jahren von dem allmächtigen Generalleutnant Idriss Déby beherrscht wird. EUTM Mali erweist sich als eine Militärmission zur Stabilisierung von Regierungen, die häufig korrupt, manchmal direkt diktatorisch sind. Und das ist eine Außenpolitik, gegen die sich die Linke stellt. Es waren übrigens Frankreich und Deutschland, die auf die Bildung dieser sogenannten G5-Truppe aus 5 Staaten gedrängt haben. Und die EU wird einen Großteil des künftigen Jahresetats von bis zu 400 Millionen Euro bereitstellen. Doch mehr Militär ist wirklich das Letzte, was diese bitterarmen Menschen in der Sahelzone brauchen. Und dort operieren bereits, ich zähle auf, die französische Kampfoperation Barkhane, amerikanische Spezialkommandos, die UN-Truppe der MINUSMA, und schließlich die europäischen Militärausbilder. Mit der G5-Truppe kommt nur eine 1/5 internationale Armee dazu. Und das bezeichnet die Bundesregierung in ihrem Antrag ernsthaft als, Zitat, Schlüssel zur Stabilisierung des Sahelraums. Das ist doch blanker Unsinn. Die neue Sahel-Truppe stellt nichts anderes dar als die von Europa vorangetriebene Militarisierung der Sahelzone. Und deswegen darf das auch nicht finanziert werden und auch nicht durch EUTM Mali ausgebildet werden. Zu mehr Sicherheit haben die internationalen Militärinterventionen übrigens auch nicht geführt. Und Herr Maas, wenn Sie hier sagen, dass das bisher ein gelungener Einsatz war, dann bitte ich doch um eine ehrliche Bilanz. Mittlerweile hören wir wöchentlich von Anschlägen und Entführungen. Und die malische Armee, die von der Bundeswehr ausgebildet wird, ist ein Teil des Problems und nicht ein Teil der Lösung. Erst vor 2 Monaten wurden in der Region Mopti die Leichen von 6 Personen gefunden, die Tage zuvor von der Armee festgenommen worden sind. Und Amnesty International beklagt zahlreiche ähnliche Übergriffe durch malische Soldaten, die sich vornehmlich gegen die Ethnie der Peul richten. Wir sagen, wer eine Armee weiter ausrüstet, berät und militärisch ausbildet, die solche Übergriffe begeht, macht sich mitverantwortlich. Und es ist gut, dass sich in Mali gegen die eigene Regierung, aber auch gegen die internationale Militärpräsenz aktiver Widerstand regt. Und dieser Widerstand wird stärker. Im Januar kam es in der Hauptstadt Bamako zu einer Demonstration, die den Abzug der französischen Armee forderte. Die Polizei löste die Demonstration übrigens gewaltsam auf. Es ist dieser Protest, der unsere Unterstützung verdient, nicht die malische Regierung, nicht ihre Armee oder Polizei. Also ziehen Sie endlich die Bundeswehr aus Mali ab. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Agnieszka Brugger, Bündnis 90 Grüne.